Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und wir sind gerade erst dabei, das Tutorial zu beginnen. Los geht's. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. Und wir müssen jetzt Kiri hinterher. Die Leiter hoch. Ich glaube, die Kleine kann uns ganz schnell abhängen. Oh, wie springe ich denn da nochmal hoch? Achso, B drücken. Ich sollte auch lesen. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Das ist schön, wie sie dann so richtig anfängt zu atmen, zu schnaufen. Autsch, ups. Und mach es Geralt nicht nach und spring einfach irgendwo runter, statt die Leiter zu benutzen. Ich muss immer warten, bis sie unten angekommen ist. Jetzt darf ich runter. Ich muss mich auch noch ein bisschen an die Bedienung und das an das Gamepad gewöhnen und so. Deswegen läuft es bei mir noch nicht so gut. Ich fühle mich verarscht von ihr. Erster, ja, schön. Kannst gleich YouTube-Kommentare hinterlassen. Machst du schon richtig. Ich krieg dich. Komm her. Oh, falsch. Aber wir rennen hier mal rum. Ich mag gerade mal ein bisschen sprinten, wenn ich A halte und B ist springen. Okay. Und dann sollen wir aber eigentlich darunter springen. Hui. Hüpf. Oh no. Desimir's got that look. Ich bin voll auf dich drauf gelandet. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did. Read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Touché. Du hättest sagen können, dass du Übung gemacht hast, als sie mir geschlafen hat. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well... You're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Darf ich auch mit der Attrappe? Ich glaube, ich bin noch nicht so gut. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Lass uns lieber mal die Grundlagen... Fangen wir lieber mit den Grundlagen an. Genau, das Kampftutorial beginnen. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals. And Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt. So, der Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingen, Öle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Und wir sollen das Schwert ziehen. Drücke rechts, um ein Ziel auszuwählen,
oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. So, das machen wir. 1, 2, 3, schneller Angriff mit X. Stop showing off, Geralt. Strong strikes. Give it all you got. Never lock your elbow in striking, young lady. Ha. Position, Siri. Footwork. Remember. Der mit so einer Beinarbeit. Um zu einer Seite auszuweichen, wähle mit links eine Richtung aus und drücke dann B. Haha, ich bin dir ausgewichen. Ist natürlich unfair, weil ich habe jetzt ja schon mal das Tutorial gemacht. Ich weiß, wie es geht. Um einem Hieb auszuweichen, wähle mit links eine Richtung und drücke. Ah, das können wir auch machen. Das ist aber jetzt dann abrollen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich benutze meistens irgendwie mehr abrollen. Ich habe das Gefühl, man bringt da ein bisschen mehr Distanz zwischen sich und den Gegner. Um einem Hieb auszuweichen, das haben wir doch eben schon gemacht. Hab ich zu früh gesagt. Komm schon, greif mir an. Uah, nicht schnell genug. Ich find's so gut, sie. Ich weiß nicht, ob das im Text übersetzt wurde, aber Kiri hat gemeckert, weil sie ja nicht parieren kann mit ihrem Dummy. Drück unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners den linken Trigger. Das ist ein bisschen knifflig, das probieren wir gleich nochmal. Oh, das war ein fieser Tritt. Ja. Ja, bis er angreift. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Drücke linker Button. So, das sind unsere Zeichen. Also das ist so magiemäßig. Und wir sollen erstmal das Quen aktivieren. Irgendwie komme ich immer nicht so ganz mit diesem... ich gehe immer zu weit rechts oder zu weit links. Bei mir ist es ein bisschen empfindlich, dieser Knopf. Ich weiß auch nicht. Das könnte noch im Kampf interessant werden, wenn ich immer 10 Minuten brauche, um das Quen auszuwählen. Also, das Zeichen aktivieren, das ist so eine Art Schild. Das machen wir. Und rechter Trigger, um es auszuwirken. Siri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see what. Au. Das Quenzeichen schützt dich vor Schaden bestimmter kritischer Effekte und bestimmter. So, jetzt dürfen wir Igni. Das macht Feuer. See? If not for the Quen sign, I'd be a flame by now. Oh, jetzt habe ich dich ein bisschen angeguckt. Come on. Au. Au, au, au. Ich glaube, das war jetzt gerade dafür, dass ich ihn angeguckt habe. Art aktivieren. So. See that, Siri? Art will knock anyone or anything. Was wolltest du sagen? Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Und das Axie. Das verwirrt. Wenn ich das richtig... Ja. Axie can really muddle your mind. Also jetzt ist der Gegner durcheinander und bei dem Art ist mir so eine Art Zurückschlagen. Show her, Geralt. Was soll ich jetzt machen? Bevor du mich haust, Irden. Fang ihn mit dem Irden. Jetzt muss er aber erstmal in die Falle laufen. Da. Das sieht jetzt ganz anders aus als im zweiten Teil. So ein Kreis mit den Zeichen. Don't worry, Siri. Quen'll dampen the blow. Okay, jetzt dürfen wir Bomben werfen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Wie werfe ich die nochmal? Tritt zurück, wir wirf eine Bombe auf Wesemir, indem du recht. Das war's. Die Bombe sieht irgendwie ganz cool aus. Lass uns nochmal werfen. Zack. This will be quick and painful. Bombe zielen. Halte rechter Button gedrückt. Ziele auf einen der markierten Tranix-Pfosten und lasse zum Werfen los. Das merke ich mir alles doch nie im Leben, bis ich mal wieder Bomben besitze im Spiel. Aber egal. Probieren wir es. Anvisieren. Sehr gut.
Freistiltraining. Das Kampftutorial ist jetzt abgeschlossen. Du kannst nach Belieben mit Wesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du links oder rechts gedrückt hältst und das Schwert damit wegsteckst. Fine. Enough. Continue training at will. Was? Nein, nein, ich hab weggesteckt. Gut. Hui, und da fliegt der Helm. Angeber. Showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet. Komischerweise ist der Ton jetzt wieder ein bisschen leise. Ich werde das hinterher bearbeiten müssen. Sehr seltsam momentan. I'll make sure to find every last blade for you. What that? Alles nur ein Traum. Temerienstraße nach Vysima, Mai 1272. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Ich habe von Kaer Morhen geträumt. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Aber ich mich richtig erinnere, dass das eigentlich Triss' Zimmer war. Dann haben wir mit Ciri geübt. Oder Ciri sprechen die das, glaube ich, aus. Ich habe das immer. Ich habe ja die Bücher gelesen und ich habe es immer als K, also als Ciri gelesen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch immer so sagen. Müsst ihr euch leider jetzt dran gewöhnen, dass ich das anders ausspreche. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Ciri, in meinen Träumen, vielleicht ist sie in Gefahr. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Zeit zum Aufbruch. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote.
Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet. Soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? You still have the unicorn? Privatsache. That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Oh. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Cool. Okay, jetzt können wir unser Training anwenden. Monster, das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstete das Land und die verschonte leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Und soweit ich weiß, wählt das Geralt auch selbstständig aus, da muss ich nicht mehr drauf achten. Okay. Ja. Zurück, zurück, zurück. Mein Pferd ist, glaube ich, ein bisschen aufgebracht. Out. Wie war das mit dem Parieren und so? Oh, da hinten. Lass das Pferd in Ruhe. Blöder Ghoul. Und da fliegt der Kopf. Okay. Hä, das hätten wir geschafft. Die Adrenalinpunkte. Ich lese Adrenalinpumpe, weil meine Pumpe geht. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die du Adrenalin brauchst. Of course. When armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Also, wenn wir sowas wie Zauber wirken wollen, brauchen wir halt das Adrenalin. Und du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du meditieren. Durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Das interessiert uns nicht, weil das hab ich ja. So, wir haben 5 Brot dabei und 2 Wasserflaschen. Das heißt, wir können jetzt einfach was futtern oder wir meditieren einfach schon mal. Ich gehe mal hier zur Plötze, zur treue Stute. Und wie geht denn das jetzt mit dem Meditieren? Wir sind hier, okay, Weltkarte. Kann ich gerade mal kurz zeigen. Unser aktueller Standort. Hier irgendwo in der Pampa. Und das ist echt auch nur so ein kleiner Teil von der ganzen Welt. Hier können wir noch überall hin. Auf der Suche nach Yennefer. So, ich wollte eigentlich raus. Quests, folge Vesemir. Meditation. So, um eine bestimmte Zeit lang auszuruhen, wähle Mitte links eine Uhrzeit und so weiter. Ja, das kriegen wir hin. Wir meditieren bis 5 Uhr, das sollte dann reichen. War's das schon? Ich denke, ja. Oben rechts steht auch 5 Uhr. Klar. Sehr schön. Okay. Wollen wir gerade mal unseren Hexersinn ausprobieren? Gucken, was es hier so in der Gegend gibt. Ich nehme an, dass wir die Ghule noch ausnehmen können. Ja. Lass uns das doch mal tun. Ghoulblut. Monsterhirn. Monsterknochen. Nehmen wir mit. Da leuchtet noch was.
Kristallschädel, Questgegenstand. Bird skull in black crystal. Why do I think this is Yen's? Ja, das haben wir doch im Intro gesehen, in dem Vorspann. Gib mir deine Eingeweide. Manchmal bin ich zu blöd, das aufzunehmen. So. Und schaut euch diesen Sonnenaufgang an. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Wie sie mir wartet da hinten. Wir werden uns aber erstmal hier weiter umschauen. Ich glaube, da habe ich den Kopf hingeschlagen. Zutaten. Eine Pusteblume. Wir können Kräuter sammeln. Die sind auf unserer Minikarte in grün angezeigt. Sollen wir vielleicht mal das Feuer ausmachen? Zack. Und den Zettel lesen. Achtung! Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen oder ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard, Hauptmann Peter Saar Gwindever. Ups, bin ich gegen den Baum gesprungen. Ah, da gibt es noch ganz viele Zutaten. Wir werden am Anfang möglichst viele mal mitnehmen, weil wir Tränke brauen können, Bomben machen und so ein Kram. Und deswegen sollten wir das auf jeden Fall hier so ein bisschen alles einsammeln. Pusteblume wieder. Das kennt man, glaube ich, auch alles. Schildkraut noch aus dem ersten und zweiten Teil. Hasen, Hase, ich sehe dich. Kann ich dich töten? Ich bin der Hasenschlechter. Nein. Ich bin zu langsam für den Hasen. Nein. Bleib stehen. Blöder Hase. Da läuft unser Frühstück. Das ist ein Schlachtfeld hier hinter uns, wie es aussieht. Da gibt es bestimmt auch noch einiges zu entdecken. Ich mache hier aber mal wieder eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.